Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Forest. Ja. Wir wollen in eine Höhle. Wir sind in einer Höhle. Und ich hatte gerade einen mörderischen Leck. Mach das Licht an, Junge. So, ich hätte gerne meine gute Freundin. Die Flare Gun. Und wir haben dieses Mal nicht direkt nutzen. Okay. Das scheint gerade irgendwie nicht zu funktionieren. Oh Gott. Jetzt siehst du ja wieder gar nichts. Ich guck mal kurz in uns. Ach, der Kopf ist da. Der Kopf ist da. Komm, wir. Warte mal. Jetzt muss ich was gucken. Ja, scheint jetzt eher weniger zu funktionieren. Hier scheint es rauszugehen. Das möchte ich noch nicht. Naja, ich bin mal wieder übermütig. Das kennt mich ja. Achso. Oh. So. Ah, wir können es ja heilen. Das ist angenehm, sehr angenehm. Okay. Jetzt habe ich, glaube ich, irgendwie die Orientierung verloren. Und da haben wir tote Passagiere. Geht's hier schon wieder raus? Daneben. Gut. Steht noch einer? Jetzt habe ich ihn getroffen. Das scheint nämlich hier drin wieder eine Massenveranstaltung zu sein. Love Parade! Hihi. Du brennst. Zeig mal ein bisschen mehr Emotion. Steht einfach nur rum. Hallo? Lass mich ja erstmal stehen, ne? Wenn sie sich so weigert zu sterben. Komm, mein Gott, dann lassen wir sie mal. Ist natürlich jetzt schön, dass man auch mal so eine Höhle einfach mal abkommt. Da oben ist Licht. Licht bedeutet meistens nichts Gutes. Zumindest für uns nichts Gutes. Ist das der Ausgang hier? Mal ganz kurz gucken. Zack. Ja. Da ist irgendwas, aber ich komme nicht hin. Toll. Da ist eine Invisible Wall davor. Also eine unsichtbare Wand. Da komme ich nicht hin. Wie ihr seht hier. Doch, ich komme ran. Ist nur ein bisschen buggy. Na dann zerkloppen wir das Ding da mal. Das sieht da vorne aber auch schon sehr gruselig aus. Ich hab grad ein bisschen Schiss. Ich auch nicht weiß. Das sieht so nach einer Falle aus. Ach ja. Es war eine Falle. Die zwei stehen da wieder nur rum. Ja, die backen rum. Das kennt man ja schon. Trotzdem, die haben mir etwas unheimlich. Ich will auch mal gucken, ob man hier eventuell so spezielle Beute findet. Das ist irgendwie ein Eimer oder sowas. Ja, mich würde nämlich interessieren, ob man hier auch so mal andere Sachen findet, die man halt auch nur in der Höhle findet. Wo
wofür es sich dann wirklich auch lohnen würde, hierher zu gehen. Geld. So, da hinten ging es noch weiter. Das werden wir natürlich auch weiter erkunden. Geld. Ja, also Millionär bin ich schon. Nützt mir nur nicht allzu viel. Ja, die lassen wir stehen. Weil wir kennen ja unser Inventar momentan. Leider ist es sehr verbuggt noch. Ist sehr schade, aber ist halt so. Gut. Das sieht aus wie der Weg nach draußen irgendwie. Sollte dem so sein, drehen wir natürlich um. Jep, oder? Huch. Hä? Ach, na schau mal an. Und eigentlich ist die Höhle unter Wasser. Gut zu wissen. Gut, also hier ist der Höhleneingang. Das ist ja mal interessant. Ist halt natürlich äußerst lustig. Die sind natürlich alle wieder resettet. Macht Sinn. Brennen. Ja. Okay, den kriege ich nicht zum Brennen. Gott. Dann gucken wir mal weiter. Hier war nämlich noch ein Weg, den ich gerne beschreiten würde. Ich weiß, es ist jetzt alles nicht unbedingt fair, aber es ist auch nicht fair, mir meinen 90% meines Inventars zu zerstören. Ist auch nicht fair. Von daher gehen wir jetzt einfach mal diesen Weg, gucken uns mal um. Ich denke mal, das ist sehr interessant. Also für mich auf jeden Fall gerade. Ach, das sind ja zwei Ausgänge. Schau mal an. So, von der Seite steht es nicht unter Wasser, von der anderen Seite steht es unter Wasser. Aha. Flup. Aha, aha. Gut. Alter, die sind mir direkt an so einer vorbeigelaufen. Ist natürlich auch sehr interessant. Huch. Sind wir jetzt hier? Sind wir da, wo ich denke, dass wir sind? Ja, wir sind genau da. Wo ist der Baum hin? Ich muss mal kurz gucken, wo der große Baum hin ist. Ob der nur noch nicht angezeigt wird oder ob sie das geändert haben. Ja, schade, der Baum war cool. Und den toll. Wo bin ich hier irgendwie an einer anderen Ecke? Nee, oder? Nee, da ist das Schiff. Und hier oben stand eigentlich mal ein Baum. Eigentlich. Aber eigentlich gibt's ja eigentlich gar nicht, ne? Hat meine Mutti mal gesagt. Ach doch, da ist er. Da ist das Bäumelchen. Ich wollte gerade sagen, wo ist der Baum hin? Also da vorne ist der Höhleneingang. Also ist immer sehr interessant auf jeden Fall. Dann wissen wir das zumindest schon mal, wo sich eine Höhle befindet. Ich will mal probieren, ob ich auch Kanickel mit dem Ding abschießen kann. Nee. Das ist kein Kanickel. Das war kein Kanickel. Das war alles, aber kein Kanickel. Das ist ein Toter. Naja. Haben wir mal eine Höhle mal ausgeräumt, würde ich behaupten. Finde ich aber auch interessant, dass wenn du aus der Höhle rausgehst und direkt halt wieder reingehst, dann sind die respawned. Das ist, ja, sehr realistisch, möchte ich behaupten. Sehr realistisch. Naja. Ich werde auch diesen Spielstand jetzt gleich erstmal nicht speichern, weil Schwachsinn.
dem Sinne. Wir haben ja hier ein bisschen rumgeblödelt, möchte ich sagen. Ein bisschen rumgecheatet. Obwohl, ist ja kein Cheaten. Wenn das falsch programmiert wurde, ist das nicht unser Problem. Ja, ich werde dann nochmal gucken. Muss jetzt auch gleich leider aufhören. Und werde dann demnächst nochmal gucken, dass ich da, also dass na, mal ein Hotfix oder sowas kommt. Natürlich werde ich versuchen, euch so lange auch schön mit Folgen weiter zu versorgen. Und wahrscheinlich dann auch mal einen neuen Spielstand anfangen, damit wir ordentlich spielen können. Du kommst nicht weg. Okay, er kommt weg. Ja, ich werde dann auf jeden Fall wahrscheinlich mir mal ein bisschen Zeit nehmen, dass ich dann wirklich länger spielen kann. Und dann machen wir dann einfach einen neuen Spielstand und spielen wir halt mal ein paar Folgen durchweg, dass wir da ein bisschen Inventar wieder haben, weil sonst ist ja echt doof. Ist jetzt dieselbe hier? Ist so eine andere Höhle hier, oder? Da ist das. Hier ist eine andere Höhle. Ich bin jetzt der Meinung, es ist eine andere Höhle. Ja, es ist ein... Ja, auch noch ein bisschen buggy, möchte ich behaupten. Ich glaube, das ist die Standardhöhle. Ha, komm. Ja, die Funzel kann ich nicht nehmen. Dann hauen wir hier nochmal kurz drin, würde ich sagen. Und da ist die Mega-Axt. Finde ich gut. Wird die uns dann auch im Inventar angezeigt? Ja, sehr cool. Und dann gucken wir hier doch nochmal rein. Hier gab es auch noch eine Flare-Gun. Also das jetzt hier ist so die Standardhöhle, wo man früher mal drin gespawnt ist. Was kommt das gerade? Und hier gibt es nämlich, glaube ich, auch ein paar Mutanten. Wenn mich das nicht täuscht. Ging es, glaube ich, irgendwo rechts ab und dann kam man zu den Mutanten. Huch. Wenn das Licht nicht ausgeht und man nichts mehr sieht. Muss ich doch noch mal kurz gucken. Mich würde nämlich auch interessieren, ob ich die Mutanten so auch erschießen kann. Oder eher weniger. Das sieht irgendwie doch nach einer anderen Höhle aus, oder? Täuscht das jetzt nur. Na, wir gucken mal kurz. Ich finde natürlich die Wasserreflexionen sind echt cool gemacht. Das sieht aber echt nach einer anderen Höhle aus. Das, ach, Stalaktit. Stalagmit oder was auch für ein Teil davon es ist. Bin da jetzt nicht ganz konform drin. Mit der Benennung dieser Teile. Ich höre irgendwas heulen. Ich möchte jetzt nicht ganz genau sagen, was, aber ich höre etwas heulen. So, zack, rein da. Unser Magazin ist noch voll. Mach die Funze an, Junge. Da wurde es gerade lauter. Hier geht's ja wieder raus. Man merkt, ich fühle mich ziemlich stark, ne? Hier. Ist ganz laut. Dann wird es aber auch direkt wieder leiser. Also ich glaube, das Geräusch geht von hier aus. Wir gehen jetzt einfach mal hier runter und gucken uns da mal um. Wir werden schon sehen, was passiert. Ich weiß gar nicht, ob ich euch... Ja doch, die Mutanten habe ich schon mal gezeigt, bin ich jetzt der Meinung.
Ach ja, hier scheint es nicht weiterzugehen. Gut. Achso. Ah ja, doch, wir sind wieder hier. Bloß, dass hier jetzt alles irgendwie unter Wasser steht. Gut. Zu wissen. Wir schlagen uns den Bauch voll erstmal. Gott, das ist jetzt also die Höhle. Dann müssten hier aber auch diese Mutanten drin sein. Die ich ja eigentlich gerne nochmal so mich denen entgegenstellen wollen würde. Ne? Oder nicht? So, aber nochmal ein neues Lärgern. Aber ja, hier wird immer noch nichts angezeigt, weiß ich. Die Seite ist voll für den Eimer. Huch! Macht das Licht wieder an. So, und hier sind auch gar, nee, gar keine mehr drin. Ich guck, wenn du davon einmal vorm Speichern welche gehabt hast, dann ist es vorbei. Dann hast du die A-Karte. Gut, 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 gut. Jetzt hier links irgendwo abbiegen. In der Höhle musst du irgendwo links abbiegen. Rechts? Ups, mal links. Dann kann man ja mal gucken nochmal, was denn so Mutanten bringen. Die mich natürlich auch mörderisch interessieren. Da das nur der Alpha ist, kann man da ja auch schön nochmal ein bisschen rumtesten. Was ist hier hinten? Scheinbar nicht, also warte mal. Nee, da passiert nichts. Hätte ja sein können, dass da, wenn man drauf schießt, was passiert. Aber leider, aber Gottes, nein. Da passiert gar nichts. So, hops. Und durchs Wasser. Das Wasser hier ist natürlich auch ziemlich buggy. Wird, denke ich mal, nochmal behoben, aber momentan ist halt richtig buggy. So, jetzt sind wir wieder beim Ausgang. Kann natürlich auch sein, dass sie die Höhen verändert haben. Dass es dann halt diesen Weg nicht mehr gibt. Ich glaube, wir sollen hier nicht sein, oder? Huch. Ja, ich glaube nicht, dass wir hier sein sollen. Gut, dann gehen wir hier jetzt auch erstmal nicht hin. Wir suchen immer noch die Abzweigung. Und hoffen, dass wir dann mal einen Mutant zu Sicht bekommen. Da! Nee, Mist. Ich war doch schon drin. Das ist ja bloß schon ein paar Tage her. Man kennt ja mein Gedächtnis. Jetzt speichert so... Naja. Der speichert wie dieses Spiel. Hier sieht man auch, wir sind eigentlich unter Wasser. Warte mal, warte mal. Huch. Also wir haben auf jeden Fall den Eingang gefunden. Glaube ich. Ja, eigentlich sind wir jetzt hier unter Wasser. War irgendwie halt auch nicht. Gut, gut, gut. Wir sind in der Höhle der Mutanten angelangt. Die nehme ich doch auch gerne sofort. Mit dem Ding siehst du um Längen besser. Na, kann ich das Ding auch benutzen. Ja, wieder nicht. Ist er sich zu fein für. Ja, gut. Dann halt weiter mit dem Kerzenscheinlicht. Das nette Heulen wieder.
bin ich ja mal gespannt, was die Viecher so drauf haben. Also jetzt momentan wahrscheinlich nicht allzu viel. Ich gehe hier nicht ohne Licht vorwärts. Jetzt sollte man dann doch ein bisschen aufpassen. Oh, das ist jetzt gerade mal schön spannend hier, finde ich. Komm. Alter, aber was für widerliche Viecher. So, aber die scheinen auch nichts machen, zu machen können. Nichts machen zu können, so rum. Das ist doch mal eine Aufnahme wert. Alter Vater. Die brennen auch nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, die sind da einfach nur festgebackt. Gucke mal, ob ich die tot kriege. Das Angreifen tun sie uns ja nicht. Hoffe ich doch. Na gut. Wir lassen die jetzt erstmal da stehen. Huch. Gibt es doch auf Gantin so speziell, also so speziellen Loot. Kann ich mir zumindest sehr gut vorstellen. Weil wenn man sich da, sagen wir sozusagen, an diesen Mutanten vorbeigekommen ist, ich denke mal, dann haben wir da uns auch was verdient. Wir gucken einfach mal. Was ist das? Achso. Wir hören wieder Wasser. Ich bin gerade übelst angespannt, weil ich Schiss habe, dass hier wirklich noch einer um die Ecke kommt. Wenn ich es gerade nicht sehe. Und da auch so einen Lichtschein dafür halte. Es ist teilweise in diesem Licht extrem schwer zu erkennen, was ist. Und da muss man sehr vorsichtig sein, bin ich der Meinung. Hier noch tiefer die Eingeweide sozusagen dieser Höhle. Da unten ist wieder Licht. Okay, da war Licht. Ja, wenn man merkt, ich bin etwas gespannt. Hier sind noch ein paar Schlafende. Schauen wir mal, wie der neu aussehen. Nein, ich kann nicht mehr schießen. Doch. Der Trick. Ich konnte sie gerade nicht treffen. Was macht der denn da oben? Jetzt endlich. Gut. Ganz dringend mal schnell Medizin reinpfeifen. Ja, auch dies. Scheint irgendwie nicht zu seinen bevorzugten Mitteln zu gehören.
Ja, alles noch extrem buggy, möchte ich behaupten. So um den Kreis. Ich kann ihnen da jetzt auch gerade nicht helfen, da aus dem Rumgebacke rauszukommen. Möchte ich ehrlich gesagt auch gar nicht. So. Wir gehen jetzt einfach hier stur weiter. Ich sehe gar nichts. Mit gar nichts meine ich gar nichts. Seht ihr noch irgendwas? Wenn ja, Glückwunsch. Oh, ich muss definitiv die Helligkeit hochstellen. Ja, ist doch gut. Hat nichts gebracht, möchte ich behaupten. Ich glaube, ich bin hier gerade in einem See oder so. Ja, das sieht sehr aus, als wenn ich hier in dem See wäre. Ja, kommst du irgendwie nirgendwo mehr hin. So, jetzt mein Gefühl. Ja, ja. Gut. Komisch. Ja, also die Höhlen sind noch richtig buggy. Richtig buggy. Da werden wir dann uns später nochmal hineinbegeben. Wenn wir eine Chance haben, hier dann auch mal wirklich Licht zu verwenden und sowas, das würde doch schon mal viele Sachen einfacher gestalten. Was ist da? Flup. Ich weiß nicht, wo ich da. Ach. Na, ihr habt's da oben gemütlich, ne? Er hat seinen Spaß. Er hat seinen Spaß. Auf jeden Fall. Wenn er schießen dürfte. Die sind da irgendwie auf ihrer Ebene mal wieder festgebackt. Da wird wohl die Distanzerkennung zum Boden nicht ordentlich funktionieren. Ist jetzt mal so meine Vermutung. Alter, aber wie weitläufig auch diese Höhlen sind. Wie viele Abzweigungen es hier gibt. Hey, Zähne. Hooray. So, aber ich werde jetzt auch gleich die Folge hier beenden und auch die Aufnahme. Es tut mir leid, weil ich muss dann gleich auch weg. Ach ja. Einer davon wird angezeigt. Ja, nee, weil ich muss nämlich jetzt gleich weg. Wie gesagt, speichern werden wir jetzt hier nicht. Weil, ja, ist ja dann doch schon ein bisschen mies. Ah, aber ich möchte erst noch ein bisschen durch die Höhle laufen, aber... Ach, das ist doch gemein, sowas. Deswegen mache ich jetzt auch schon... Überlänge. Ja. Die Flairgun hat mal wieder Lade. Oh. Ja, Brille. Ja, das Treffen ist auch noch so eine Sache für sich. Wir sind einfach im Kreis. Warum nicht? So, hätten wir das. Ja, hier gibt es jetzt, gemütlich gesagt, gar nichts.
Ja, Gemüsesack gibt's hier gar nichts. Okay, Leute. Ich würde sagen, ich mache erstmal Feierabend für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen und dann sehen wir uns in unserem Neuanfang in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.